Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, und allgemein am Wort Gottes Interessierte, die sich auch mit der Prophetie im Wort Gottes beschäftigen. Übrigens ist das meiste in der Bibel, der größte Umfang nimmt Prophetie ein. Und das ist eine extreme Kurzübersicht über das Buch, mit dem ich seinerzeit angefangen habe, die Prophetie im Wort Gottes so langsam zu verstehen. Und zwar ein Buch von Hendrik Lendert Heikop, den ich noch persönlich kannte, auch sehr schätzte. Und hier hat es noch Links. Ich klicke die kurz an. Da geht es um prophetische Artikel auf meiner Webseite. Dann Bibel und Zukunft. Eines der ausführlichsten Bücher in deutscher Sprache, das man noch bekommen kann. Es ist komplett verlinkt hier. Und dann eben die Zukunft, das voll am Internet zu haben ist. Aber hier eben in einer extremen Kurzform. Also ziemlich kurzen Form. Die zukünftige russische islamische Invasion Israels. Aus eben Hesekiel 38. Und 39, da Hesekiel dann verlinkt. Es hat einige weitere Links hier. Irgendwann am Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters wird es eine massive Invasion geben, an der islamischen Nationen beteiligt sind, die mit dem Land verbündet sind, das heute Russland heißt. Ist noch nicht so weit, aber es bahnt sich an. Der Angriff wird sich gegen die Nation Israel richten und das Ziel wird sein, Gottes auserwählten Namen Nation zu vernichten. Bevor dieses Ziel erreicht werden kann, wird die Invasionsarmee auf übernatürliche Weise und bemerkenswerte Weise vernichtet werden. Und diese Vernichtung wird Jehova, dem Herrn Jesum, Ehre bringen. Die Einzelheiten dieser Invasion werden vom Propheten Hesekiel in Kapitel 38 und 39 beschrieben. Welche Nation wird diese Invasion anführen, wird auch beschrieben. Und ist ganz klar, es geht um russischen Einfluss, russische Führerschaft. Auch woher wird diese Armee kommen? Dann die Direktzitate, Hesekiel 38, und du wirst von deinem Ort kommen, vom äußersten Norden. Und das meint immer Norden in Bezug auf Israel. Du und viele Völker mit dir. Auf Rossen reitend allesamt eine große Schar und ein zahlreiches Heer. Habe auch YouTube schon gemacht, wo wir sehen, es wird keine Armee mit Autos, Flugzeugen, Raketen sein, sondern tatsächlich mit Rossen. Darum kann auch das heute noch nicht sein, weil wir die Rosse noch nicht haben und es gibt immer noch die industrialisierte Welt. Die industrialisierte Welt wird aber in der Drangsalzeit nicht mehr existent sein. Auch darüber habe ich ja YouTubes gemacht. Und hier die Identifizierung der anderen Nationen, die an dieser Invasion teilnehmen werden. Werden schön beschrieben. Dann über Gomer und Dokarma. Wie wird die Invasionsarmee beschrieben?
Was haben die für Waffen? Wird alles schon beschrieben. Wann wird diese Invasion stattfinden? Ihr seht also, Henk Kalkop hat eine sehr schöne Zusammenstellung dessen gemacht, wie wir das finden werden. Und diese Datei und die oberen Links, die funktionieren wunderbar dann, wenn ich sie im Anschluss dann an das YouTube hänge, sind sie voll hundertprozentig einsehbar. Falls ihr auch noch weitere Ideen, Gedanken, für Fehler habt, einfach melden, auch Kritik, selbstverständlich. Auch da der Einsatz von Pferden und antike Waffen. In Hesekiel 38 wird die Armee als auf Pferden kommend beschrieben. Es ist schwer vorstellbar, dass sich eine moderne Armee auf Pferde stärken statt Panzer und Kampfflugzeuge und Drohnen und so weiter verlässt. Ein Argument ist, dass die Bibelschreiber Begriffe verwendeten, die ihre Zuhörer verstehen konnten. Hesekiels ursprüngliches Publikum würde eine Beschreibung moderner Kampfflugzeuge und Panzer nicht verstehen. Das stimmt natürlich, aber es wird keine Kampfflugzeuge mehr geben, keine Raketen, keine Autos, sondern Pferde. So, damit bin ich jetzt am Ende. Über das Buch Die Zukunft von Henk Kalkop ist eine sehr gute Hilfe, um einfachst in die Prophetie des Wortes Gottes eingeführt zu werden. Ich hoffe, ihr konntet da und werdet da Nutzen finden. Und ich bin auch dankbar für Anregungen, Kritiken, selbstverständlich. Im Herrn Jesu Christum, schönen Tag.